Hallo liebe Clasher und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans. Und Leute, ich hasse diese Begrüßung, wenn ich mal sage, liebe Clasher, willkommen zu einer Runde Clash of Clans. Das ist einfach behindert. Okay. Ja, heute sind wir unter dem Motto Member gesucht oder es ist noch Platz im Clan. Das ist so das Motto, würde ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe wahrscheinlich eher so einen Member gesucht, obwohl ich nicht wirklich suche, sondern wollte halt nur darauf hinweisen, dass noch Platz im Clan ist. Auf jeden Fall. Kommen wir mal eigentlich mal zum Thema. Ich mache jetzt hier gerade einen kleinen Angriff noch nebenbei. Und zwar haben wir jetzt seit 44 von 50 Leuten. Keine Ahnung, wie das passiert, sonst war unser Clan immer voll. Und es war immer so, dass sehr viele von euch reinkommen wollten. Lese ich manchmal in den Kommentaren und so. Und dann haben manche mal geschrieben, ist voll und so. Und dann dachte ich mir so, ja gut, jetzt mache ich einfach mal kurz ein Video dazu, dass wir ein bisschen Platz im Clan haben, beziehungsweise ist heute auch das Thema der Folge. Und ja, wir haben heute ein bisschen Platz im Clan. Wir haben wieder. Heute, was laber ich? Wir haben mal Platz im Clan. Sag ich schon wieder heute. Wir haben Platz in unserem Clan, so will ich sagen. Halt dein Maul. Einfach dein Maul. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, hier reinzukommen. Vor allen Dingen, wenn ihr gut angreifen könnt, Leute, weil ich suche am meisten wirklich, suche ich echt gute Angreifer. Weil gute Angreifer ist wirklich sau wichtig. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da von euch welche kommen. Wir greifen jetzt hier gerade übrigens mal, machen wir einfach mal kurz einen kleinen Angriff und konzentrieren uns auf den Angriff. Ja, wir haben es halt so, dass wir meistens die meisten Clans kriegen, kennt vielleicht auch aus meinen Videos, sind 10 gegen 10, weil ich halt ja nicht so wirklich stark bin, wenn man mal zusammenkriege. Und deswegen wären halt stark, wenn wir von euch ist aus der Community von mir so, wären eigentlich noch perfekt, wenn ihr da, wenn ihr sehr stark im Angreifen seid oder so einen Bock hättet, in meinen Clan zu kommen. Naja. So, jetzt räumen wir ein paar Außengebäude weg. Ich mache das Risiko, weil wenn die Lufter werden jetzt nicht tot gehen, hätte ich verkackt. Also ich hoffe einfach mal, dass es hier gut geht. Okay, jetzt König zünden. Jetzt muss ich hoffen. Ich muss hoffen, dass die bis zur Luftabwehr kommen. Wie gesagt, Leute, das muss heute so ein Nebenthema eigentlich eher. Also es ist nicht so irgendwie so ein Hauptthema, wo wir halt die ganze Folge drüber sprechen, dass hier Platz im Clan ist. Hä? Ich habe nur einen Wutzauber, fuck. Ich dachte, ich hätte mehr. Lol. Okay, jetzt hier. Jetzt werde ich, glaube ich, mit der Seite hier stürmen. Das, die anderen Drachen da drüben haben es nicht hin, haben es ein bisschen versaut. Da steht noch ein Luftabwehr, okay. Dann werde ich mir hier das, den Loot gönnen einfach mal. Okay, das war jetzt ein bisschen Fail, aber sonst geht's eigentlich. Ja, mit dem Thema Clan, Leute suchen oder Platz im Clan, wie auch immer, ist eigentlich jetzt schon fast erledigt, weil ich habe alles gesagt dazu, ihr könnt gerne kommen. Der Clan ist YouTube, ich zeige euch gleich auch nochmal das Clan-Kürzel, mit ihr es euch aufschreiben könnt oder mit ihr reinkommen könnt. Ja, nur, dass ihr wisst halt, dass Platz im Clan ist, weil ich lese da manchmal in den Kommentaren, dass ihr einen Clan wollt, da ist kein Platz und so. Und jetzt haben wir halt jetzt Platz. Wenn ihr abgelehnt werdet, Leute, dann schreibt mir nochmal in die Kommentare oder so, dass ich dann, ja, dass ich dann wieder einlade. Es ist manchmal so, meine Clan-Mitglieder hier so schlechte Leute ablehnen. Deswegen nehmt mir das bitte nicht böse, wenn das passiert, dass ihr zum Beispiel anfreundet, ihr werdet abgelehnt. Ich nehme immer alle, eigentlich immer alle an, aber die Clan-Member aus meinem Clan meinen es manchmal anders und ich will jetzt auch nicht mehr mit denen widersprechen und so. Natürlich bin ich der Anführer, das weiß ich auch, aber deswegen, ja. Naja. So, Drache ist tot, jetzt haben wir hier die 61% geholt. War jetzt nicht Top-Angriff, obwohl doch, das war schon ganz guter Loot. Nein, Mann, ich habe Loot gefunden. Ich habe checkt das jetzt gerade mal erst, Leute. Weil ich finde ja wirklich in der Aufnahme immer am meisten Loot. Ich finde sonst nie Loot. Ich lüge euch echt nicht an, aber ich habe wieder letzte Zeit wieder gar kein Loot gefunden, natürlich heute in der Aufnahme. Um das mal vorzuführen, wie wenig Loot ich immer finde, finden wir wieder mega Loot. Das ist ultra verrückt, aber irgendwie auch lustig. Ja. Ich zeige jetzt mal kurz das Clan-Kürz. Wir haben hier Hashtag 9UYOGGYV. Das ist das Clan-Kürz von uns. Und ja, wir haben seit 44 und 50 Member nur. Stehen auf nur auf Einladung und 1000 Pokale. Ich kann es aber nicht mal runterstellen. Steht aber auf 600 Pokale, da müsst ihr ja locker reinkommen. Vielleicht wird es auch wieder hochgestellt, das weiß ich immer nicht mehr. Die anderen Clan-Member haben ja auch ein bisschen was zu sagen. So mache ich das zumindest bei mir, deswegen. Naja, müsste auf 600 bleiben. Werde ich mich schon drum kümmern, Leute. So. Oh, wir könnten Riesen hochmachen, aber das können wir noch nicht, weil wir falsches Dings, falsches Rathaus-Level noch sind. Apropos Rathaus, war eine gute Überleitung. Und zwar, Rathaus-Level 9 wird gerade gespart. Ich habe 2,5 Millionen, also wahrscheinlich wird in der Montagsfolge das Rathaus dann abgegradet. Das wird schon ganz cool hier.
Da wird Rathaus Level 9 gestartet. Also so, bin seit so Road to Rathaus Level 9. Ich bilde jetzt hier nochmal Mecker aus. Zwei, ein Wut muss ich hier reintun. Ein Gift. Wir schauen uns gleich mal auf den letzten Klartrick so ein bisschen. Hier zwei Golems noch. Vier Mauerbrecher. Ach, vier Mauerbrecher. Vier Magier. 10 Magier. Ja, was ich auch noch kurz so ein bisschen eigentlich besprechen möchte, und zwar ist es halt so, dass es immer schwieriger wird, für mich Folgentitel zu finden, so gesagt. Mir fällt halt nicht immer was ein, irgendwie, das ist jetzt der neuesten so. Dieser Folgentitel zum Beispiel heute ist jetzt so ein Nebenfolgentitel, ist ja nicht, das ist jetzt nicht der Haupttitel, was wir die ganze Zeit machen. Weil normalerweise war es immer so, wir haben gesagt, keine Ahnung, Clankrieg live oder so, dann haben wir uns die ganze Zeit um Clankrieg gekümmert oder so, aber jetzt ist halt nur so kurz angesprochen, aber... Muss ich mal schauen, wenn mehr Videotitel und sowas, mehr Ideen mal wieder einfallen. Ja, der Gegner hat zwar gar nicht angegriffen, aber trotzdem war es ein mega starker Klangkrieg von uns. Und hätte er ihn angegriffen, hätten wir glaube ich trotzdem, weil wir waren einfach krass stark. Also letzte Klang haben wir richtig bitter verloren, wo Nunu noch rausgegangen ist. Hier war jetzt Nunu nicht dabei, weil er derzeit draußen war. Ja, Tom, sehr guter Angreifer, hat leider den Clan verlassen, hat ist Nummer 18, Nummer 10 und ist Nummer 18, Nummer 9, 3 Sterne. Finde ich gut, finde ich okay. Janis hat Nummer 7, Nummer 8, 3 Sterne, sauber. Nummer 5, die Nummer 7, ja, ist okay. 3 Sterne. Nummer 3, die Nummer 6. Ja, okay. Okay, 3 Sterne. Fuisi AD sein gegenüber, 3 Sterne, sauber. Frank, sein, Nummer 2, die Nummer 4, ist okay. 3 Sterne dafür. Frank, die Nummer 2, die Nummer 3, 75%, 2 Sterne. Und dann hier Snake hat... Als Nummer 1, Nummer 2, 62%, dann natürlich noch Snake, 100% geholt. Also verdammt starker Clank von uns. Und meine beiden Angriffe habe ich einfach hier auf die Nummer 3 und auf die Nummer 2 gemacht. Konnte aber die Prozente von Frank und von Snake konnte ich nicht mehr überbieten. Also mein Angriff, also wäre ich inaktiv gewesen, hätte meine beiden Angriffe nicht gemacht, hätte ich locker trotzdem gewonnen. Also die haben das hier schon alleine gemeistert. Das war echt ein starker Clankrieg. Von hier den Mitstreitern. Clash hat leider auch den Clan verlassen. Ich kann mal gucken, wo der gerade ist. Ne, der ist weg. Okay. Auf jeden Fall richtig starker Clan, ist der Gegner, aber ein bisschen behindert hat einfach hier irgendwie Angriff wie Nummer 1, 39%. Und dann das hier. Aber hätte der richtig angegriffen, ich glaube, wir hätten auch. Sorry Leute, wenn jetzt gerade so ein ruckartiges Cut war, aber da kam jetzt oben so eine Nachricht und die wollte ich jetzt schön rausschneiden. Ja. Das war es eigentlich noch fast wieder schon von der heutigen Folge. Wer ist das? Ja, kann's kommen. Möchte gerne wieder weiter. Wir haben nicht mal wiederholt und die schauen wir uns noch kurz an von Boss. Und dann beende ich die Folge auch. Okay, das ist jetzt nicht so ein geiler Angriff, aber schauen wir uns trotzdem an. Ja, ich kann es nur wiederholen. Es ist Platz im Clan. Wenn ihr Bock habt zu kommen, könnt ihr gerne kommen. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Ich kann einfach schon mal ein bisschen auf morgen eingehen. Morgen, wisst ihr, kommt wieder eine Folge Spieletest. Sonntag Minecraft und dann am Montag, vielleicht auch morgen, vielleicht auch schon übermorgen, kommt, wie auch immer. Ich würde mal sagen, soll normalerweise das 1000 Abos vielleicht nochmal online kommen, endlich. Nice. Da muss ich auch noch ein bisschen schneiden und so, müssen wir mal schauen, dass es auch bald online kommt, beziehungsweise muss ich mal schauen. Und ja, war jetzt hier nicht so ein interessanter Angriff. Auf jeden Fall, das war's für heute, Leute, mit so einem kleinen Nebenthema eher. Könnt ihr einfach mal da noch oben drücken, wenn es euch denn so trotzdem die Folge so allgemein gefallen hat. Ich hoffe, ich sage, mach's gut und ciao.